Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within 2. Ja, Sebastian wischt sich auch schon den Angstschweiß aus dem Gesicht, weil er weiß, was jetzt kommt. So, hier hinten ist ja Tatjana. Jetzt weiß ich gar nicht, wir waren da aber schon drin, ne? Wie sieht eigentlich unser ganzer Vorrat aus und so? Warte, nein, das war Karte. Karte. Wir sehen aber hier ist nicht so viel Platz. Wir sind jetzt auf so einer anderen Insel. Und wir müssen zum Rathaus, genau. Nein, ich wollte Inventar. Nein, das war Lampe. Ja, nein. Das da war Inventar. Rein Dingens vom das ist ja, warte. Ich mache jetzt einfach so. Das sieht gut aus, munitionmäßig. Ich bin gerade ein bisschen, ne? Das ist auch alles voll. Spritzen waren auch voll. Nee, ich glaube, dann brauche ich jetzt nicht zu Tatjana. Dann gehen wir jetzt erst raus. Genau. So, nach oben mit uns. Dann schauen wir mal. Rathaus. Das soll nämlich dieser blöde Fotograf sein mit Lilly. Der hat die entführt. Der ist nicht gut. Der macht Leute gut. Dann gib mir das. So, alles schön mitnehmen, ne? Trotzdem alles sammeln. Auch wenn ich nie Platz habe. Egal. Alles mitnehmen. So. Das sind wir. Ah, doch, hier. Hier ist. Nee. Ah, doch, das könnte eine Insel sein, aber man sieht nur den Untergrund. Irgendwie. Es sieht schon richtig. Ach, hier unten. Da ist auch nochmal so eine kleine Insel mit zwei Häusern drauf. Oder drei. Es ist schon richtig gut gemacht. Es ist einfach nur gigantisch. Das Rathaus. Ja. Ich muss den Kerl stoppen und Lilly retten. Ja, erstmal durchsuchen. Alles durchsuchen. Und das ist Rathaus ganz groß. Eine Axt. Sehr schön. So. Weiß gar nicht, war ich da auch überall damals und so überhaupt und sowieso? Und ich suche hier immer noch, ist es. Ich sehe nichts. Scheiße! Was zur Hölle ist das? Kapitel 5. Auf der Lauer. Das ist ein Riesenfotograf. Ob ich bereit bin oder nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Das Ding kommt jetzt auf jeden Fall vom Himmel. Es sieht so krank aus, einfach nur. Und zwar ist es so ein Fokus von der Kamera. Feritas. Ah, es sieht so krass aus. Und die Arme sind natürlich auch nicht so prickelnd. Da will ich nicht unbedingt hin. Und die Musik von dem Typen. Oh, eine Resonanz. Eine Resonanz. Unbekannte. Erfassen. Medizintasche! Oh, ich glaube, die habe ich damals nicht gefunden, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich war in der Ecke nicht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir werden ja gleich sehen, ob wir die Tasche mitnehmen können. So, gib mir... Oh, voll. Ah, voll. Voll. Oh nein, dann habe ich sie doch gekriegt. Ah, Mist. Schade. Ist hier noch irgendwo was irgendwie versteckelt? Nein. Okay. Ich weiß aber, dass da hinten noch was war, oder? Bei diesem Pavillon? Da war doch auch noch irgendwas. Eigentlich schon schön, die Musik, ne? Aber nicht, wenn die zu dem kranken Typ gehört. So. Ich war eigentlich der Meinung, hier war was gewesen. Dass hier eine Erinnerung war. Hüpf. Also, jetzt schaue ich noch darüber, weil die Insel ist ja nicht groß. Die Insel ist ja auch nicht groß. Bis hier oben gucken. Oh, hier eine Tasche. Zeug mitnehmen. Rauchgrad-Dingens. Okay, ist auch in Ordnung. Können wir da drüber springen? Tatsache, es geht. Autos, habt ihr was versteckt? Nein. Okay.
Ja, ich glaube, dann haben wir aber schon alles gesehen hier außenrum, ne? Hüpf drüber, da ist noch ein Kraut, oder? Glaube ich. Da hinten kommen wir da hinten hin? Nee, da kommen wir nicht hin. Da ist. Nee, ist doch. Nee, sah aus wie ein Kraut. Okay, irgendwas auf den Ampeln. Nein? Okay. Okay, dann gehen wir mal dahin, wo wir hin sollen, ne? Also ich würde mich halt. Ich gucke mich halt auch gern um, weil ich habe halt auch schon einige Sachen gefunden, die ich im ersten Stream-Durchlauf nicht gefunden hatte. Autsch. Oh. Ich warte auf dich. Ja, warte nur, du Arschloch. Ein Foto von Sebastian Castellanos. Der Kerl, der Lilly entführt hat, das muss er vor dem Lagerhaus aufgenommen haben. Ich warte auf dich. Er scheint mich also zu erwarten. Ja, ist doch logisch. Sebastian. Hätte er den Zaun wegmachen können. Nicht ohne Suntera hier. Der Rathaus von Union. Lauf. Also erst nachladen. Erst nachladen, Sebastian. Nachladen, laufen. Und schießen. Nein, da kann ich nicht drüber! Aua! Okay. Nimm die Waffe wieder, Sebastian, nimm die Waffe wieder. So. Nachladen. Hab ich sie? Bleib liegen. Oh ja. Bleib liegen. Sag ich auch immer zu meinen Gegnern. Ah, oh, wie schön. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Sie ist tot. Es geht halt so viel einfacher, ne, wenn man die passenden Waffen dafür hat. Und die ausreichend Munition. So. Aber Problem ist jetzt, ich kann dafür jetzt nichts mitnehmen, ne? Na. Schießpulver können wir mitnehmen. So. Kurz alles einsammeln, was wir einsammeln können und dürfen. So. Da geht's auch noch rein. Der hätte ich's umwerfen können. Ja, voll der Bosskampf-Arena hier und ich hab's geschafft, aber auch so. Und wenn man hier durchgegangen wäre, dann wäre man verlangsamt. Und das ist halt dann nicht so angenehm. So, habe ich aber zum Glück nicht gebraucht. Lass die Türen einfach, Sebastian. Alles gut. Das Viech ist tot. Okay, da ist nix. Ah, da hinten, ja. Was einsperren können, aber. Oh, warte mal, da liegt doch was. Ich trottel. Entschuldigung. Sebastian, ganz gut. Alles gut. Gib mir den da wieder, jawoll. So. Sag zu mit der Tür. Das bräuchte es zwar nicht mehr, aber, ne? Okay. Unsere Munition können wir nicht mitnehmen, aber wir nehmen das Zeug mit, um wieder Munition selber zu basteln, dann zur Not. So, jetzt schauen wir gerade. Hier war, glaube ich, nichts. Aber da drüben, da liegt was. Also kann ich auch nicht benutzen. Alles voll. Sag mal.
bin ja richtig sparsam hier. Oder wir haben einfach nur wahnsinnig volle Taschen, ne? Kann man nehmen, wie man will. So. Irgendwie vielleicht auch noch irgendwie Statuen oder so, irgendwie. Auf Mauern oder so. Und mal mir umgucken. Hauptsache die Laura Punkt 2 kommt nicht mehr, ne? Das ist das Wichtigste. So. Also Schießpulver und so würde ich halt schon gern mitnehmen. Einfach aus dem Grund, also, dass man sich halt wieder selber Munition herstellen kann. Da drin ist nur eine Falle und fertige Munition, die ich eh nicht nehmen kann. Deswegen bleiben wir einfach hier draußen. Und machen hier noch die restlichen Dinger kaputt. So, mitnehmen. Jawohl. Ja, weil Teile, Waffen verbessern ist wichtig, ne? Das ist alles wichtig. So, Spritze. Wir können uns eine reinjagen. So, dann können wir die hier mitnehmen. So. Jawohl. Und den Rauchbolzen nehmen wir auch mit. Und die Munition ist halt alles voll. Also Falle brauche ich nicht auslösen. Komm, aufmachen. So, sehr gut. Nicht, dass es jetzt explodiert, wenn ich da reinschieße. Oder muss ich da reinschießen? Oder war das nur wegen... Warte, da muss ich jetzt gerade mal probieren. So, nachladen. Ah, okay, passt. Alles gut. Nehmen, nehmen, nehmen. Alles nehmen. Da noch Schießpulver. Sehr schön. Teile. Sehr schön. Spritze voll. Kann mich jetzt aber auch nicht heilen. Flasche. Und ich dachte, die Flaschen, die sind immer nur zum falls mich einer packt, zum sich gegen wehren. Ich dachte, ich weiß nicht, wie man die wegschmeißt, wenn ich ehrlich bin, in dem Spiel hier. Ja, ja, alles gut. So, hier hinten vielleicht irgendwas. Statuenmäßig irgendwie. Nein. So, sehr schön. Mitnehmen. Treten. Okay, die kann man nicht nehmen. Warte mal. Autsch! Ach, das waren solche. Die kann ich ja nehmen. Ich trottel. Ich trottel. Okay. Wieder was gelernt. So, in die Tür gehen wir gleich. Ich will aber erst hier hinter gucken. Ich will erst hier hinter laufen. Flaschen sind voll. Und hier haben wir noch ein paar Kisten. So. Grausam. Ich weiß. Aber alles mitnehmen muss. Alles mitnehmen muss. So. Guck mal, wie viel schön Munition das wäre, die wir dann nicht basteln könnten, weil ich nicht eingesammelt habe. So, hier. Nein, nein, nein. Du solltest einfach nur... Da oben ist Munition. Ist aber auch voll. Okay. So, nachladen. Geht auch nicht, ne? Okay. Okay, dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Gut, dann geht's weiter. Wir können ja jetzt rein theoretisch auch von vorne ins Dings gehen, ne? Aber ich gehe jetzt einfach hier hinten rein. Haha. So, rauf, auf, 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 rauf. So, man hat mir nämlich erklärt, das wäre, falls ich nicht gegen die kämpfen wollen würde. Hätte ich auch hier rein stolpern können, einfach. Zack, geh ruhig zur Türe. Gar kein Problem. Also, ah, deine Schulter tut jetzt weh, ha? Huh? Hast dich zu fest dagegen gebeugt. Geballert. Waren hier nicht Gegner? Ah. Lalalalalalalala. Kommt der hier vorbei? Kommt der hier vorbei?
Was machst du, Sebastian? Du Volltrottel, du! Lass kurz los und geh da dran. So wollte ich das. Meine Güte. Okay, damit ich den auch sehe. Töten, 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 töten. Jawohl, sehr gut, sehr gut. Eieieiei. So, wo waren jetzt die anderen? Ich lieber mal hier entlang. Und dann gucken wir mal. Oh, ich manchmal mit der Leertaste, ne? Manchmal echt grausam. Dass der dann auch so hinschleicht, wie ich das haben will. Okay, wo ist der jetzt? Ist der hier? Ist der hier? Ah, da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Geh wieder zurück. So ist brav. Jawoll! Jawoll, jawoll, jawoll! Töten, töten, töten! So ist das fein. Ich finde es so gut, dass ich schneller schleichen kann jetzt. Sonst ist man immer so ein lahmer Kerl hier und... Aber ich höre noch jemanden. Ich höre noch irgendwo jemanden. So, die sind dann alles frei hier. Und hier ist auch nichts mehr. Die Munition, denen kann ich sowieso nicht einstecken. So. Ach, hier. Wagen wegschieben. Alles klar. Bewegen. Hau ruck. Hau ruck. So. Alles gut. Lass los. Und geh da durch. Okay, das ist oben. Rathaus von Union. Da wollten wir ja auch hin, ne? So. Der arme Kerl liegt im Sterben. Der kann aber noch kurz aushalten. Haha. Ich kann noch speichern. Oh, guck mal, da können wir sogar... Ja, wir können eh nichts herstellen, ne? Kann ich was verbessern schnell? Und keine Sorge, der lebt schon lang genug. Keine Sorge. Präzisionsgewehr. Ja, machen wir hier mal. Achso. Ich habe nämlich Teile, aber nur eins. Okay, das heißt, hier kommen wir auch nicht mehr weiter erstmal. Doch hier. Hier, zack. Dann hier reinpacken. Sehr gut. Ich brauche mehr Teile. Herstellung. Alles voll, die benutze ich sowieso nicht. Die da, da können wir noch einen herstellen. Und Explosiv nutze ich jetzt auch nicht so oft, ne? So, okay. Na mal alles. Speichern kurz. Dann gehen wir zu dem Typen und reden mit dem. So, Kapitel speichern, annehmen, ja. Raus. So. Okay, und jetzt gucken wir mal. Hey, Freundchen. Mister. Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Oh, wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Harrisons Kommunikator. Vor seinem Tod hat Miles Harrison dir diesen Kommunikator gegeben. Offenbar kann damit der Stabilisierungsermitter eingeschaltet werden. Und er noch hat dabei... Noch ein totes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem.
Fenon, aktiviere den Stabilisierungsemitter im ersten Stock des Rathauses. Alles klar, und tut mir leid. Na, tut mir leid. Ich konnte dir leider nicht helfen. Er hat wenigstens noch so lange ausgehalten, um mir die Sachen zu sagen und den Kommunikator zu geben, aber dann, wow, ist Ende gewesen bei ihm. Oh, ja. So. Sehr gut. Ich werde mich hier drin eh wieder verlaufen. Das weiß ich jetzt schon. Also, eine Fotoapparat. Ein Saufbrunnen. Links, rechts, geradeaus. Wo sollen wir hin? Erstmal zur Kamera, ne? Kann man das Ding nicht irgendwie zerschlagen? Geht kaputt. Also, ich habe ja selber auch ein Licht, ne? Ich dachte mir gerade, wieso ist es so dunkel hier? La la la, la la la. Da, Blüten, da ist Jonah Constant. Ah, hier. Da ist der Haupteingang. Da ist der Haupteingang. 4 benutzen. Und 4 nehmen. Jawoll. So. Oh, noch eine Spritze. Ich kann doch nichts mehr tragen. Oh, da, da, da. Vielleicht sollte ich einfach mehr rumballern oder mehr. Ja, mehr verschwenden. Da können wir jetzt sowieso nicht raus und wir haben ja auch eine Aufgabe hier drin. Also deswegen probiere ich die Tür erst gar nicht. So, ja, Sebastian, wir gehen schon weiter. Ich würde aber gern erst noch auf dem Stock hier kurz gucken. Bevor wir da hochgehen. Und überall die blöden Kameras. Dieser doofe Typ hier, ne? Boah, ist das hell. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Ich bin blind. Ach, hier. Ne, kann eh nichts tragen. Alles klar. Ja, dann gehen wir hier rein. So, was war das? Jonah Constant. Da oben. Boah, der Arme. Der ist auf jeden Fall schon tot. Der Sturz tötet ihn nicht mehr. Der ist schon tot. Ja, gibt's hier irgendwas für mich? Das ist seine Vorgehensweise. Er ist hier. Mhm. Hat man dem in den Rücken geschossen? Tatsache. Voll in den Rücken geschossen. Der ist so richtig doof, ne? Der Künstler. Ich mag den überhaupt nicht. So, okay. Na, da gibt's nix. Dann gehen wir hier weiter. Oh oh. Uh-oh. Uh-oh. Ich höre komische Sachen. So, da ist auch wieder eine Kamera drinnen hier. Überall Kameras. Überall einfach nur Kameras. So, gibt's hier eigentlich... Ach, da geht's nach oben. Dem seine ganzen Kameras. Weiß nicht, der will alles hier festhalten. Oh, da sind es Kraut. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, mitnehmen, einpacken. Sehr gut. So, Karte haben wir hier nicht, weil, ne, es ist das Reich von diesem blöden Fotografen. Der modelt sich das wahrscheinlich sowieso alles so hin, wie er es braucht. So, Sackgasse. Und weiter nach oben. Überall schön seine Bilder. Eieieiei. Eieieiei. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Öffnen. Öffnen. Was soll das denn? Fotoshooting. Was denn sonst, Sebastian? So. Wir sehen jetzt hier das wunderschöne Bild mit der Dame, der Kette, den Rosen. Und da vorne ist schon eine Puppe mit Vase. Also das heißt, wir müssen das quasi jetzt nachstellen. Rosen. Obwohl diese Blumen wunderschön sind, ist irgendetwas seltsam an ihnen. Und du hast das Gefühl, dass du bei den Dornen besonders vorsichtig sein solltest. Hm, okay. Vielleicht vergiftet? Das Bild. Ja, brauchen jetzt noch eine Kette. Die müsste auch irgendwo hier sein, oder? Oder war die schon hier? Ah ja, ich sehe sie schon. Da die Rosen einmal. Und da die Kette.
Smaragd-Halskette. In dieser teuren aussehenden Halskette ist ein großer Edelstein eingearbeitet. Okay. Das bekommt die gute Dame natürlich auch noch um. Und jetzt müssen wir sie, glaube ich, noch drehen, ne? Dreh dich, dreh dich, dreh dich. So. So, glaube ich. Die stand so ein bisschen... ja, die steht so vor den Rosen, ne? Was ist das? Nee, noch ein bisschen zurück. Die Kamera ist ganz schön alt. Ja. Muss was bedeuten. So, die muss noch mal ein bisschen nach so. So würde ich sagen. Brauchte ich jetzt auch noch die Arme und so, oder war das jetzt woanders? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das reicht so, ne? So, fotografieren. Nichts. Oh. Achso, warte. Was habe ich übersehen? Ja, warte. Fokus einstellen. So. Aha. Das war gerade noch eine Leinwand. Und jetzt ist es ein Weg. Es ist so gut gemacht. Es ist einfach nur richtig cool gemacht. So, bevor ich da aber jetzt dahinter gehe und lese, dass wir die Kunst respektieren sollen oder was das heißt, würde ich schon mal erstmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.